Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen mal wieder eine Runde Rome 2 Total War und dieses Mal mit Ardian 662. Hallo. Jo, hallo. Dann legen wir mal los. Also ich klicke mal auf Schlacht starten. Und dann geht's auch mal direkt rein in die Schlacht. Du spielst mit den Römern, ja? Jo. Das sind wahrscheinlich so deine Lieblings Truppen, nehme ich mal an. Dass das mir nicht gefällt, ist, dass du einen kleinen Hügelvorteil hast. Das gefällt mir wirklich nicht. Aber dafür kommen deine Artillerie weiter als die meine. Dabei hast du eine getötet. Oh, ja, stimmt, genau. Dann kamen sie doch nicht weiter. Okay. Dann gucken wir mal. Der kommt also so langsam, können die auch mal schießen. Aber meine ist auch verdammt langsam. Ich habe auf deine Artillerie gezielt und Pferde hat es getroffen. Ist auch sehr toll. Ja. Na, oh, toll. Zwei auf einmal. Das stimmt. Das ist immer schön zu sehen. Okay. Naja, dann werde ich dir jetzt mal ein bisschen entgegengehen. Das kommt dann mit seiner, warte. Das kommt dann mit seinem Hetanreiter oder wie die auch immer heißen. Hetanreiterei, genau. Wieso ist jetzt schon die eine Prätorianer-Einheit schon, hat nur noch 47 Einheiten? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich habe ich die auch mit meiner Balliste getroffen. Ja, glaube ich schon. Nur sollte ich das vielleicht mal mitmachen. Also ich kann mich nicht mit dem Makedonen aus, da kann ich nicht sagen, was... Ja, die sind halt, haben sehr starke Kavallerie. Aber die Römer auch. Die Römer auch, ja. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert hier. Wer von uns zwei da den kürzeren zieht. Du hast natürlich eine Nahkampf-Kavallerie dabei. Und insofern hast du natürlich den klassischen Nahkampfvorteil. Während die Hetarenreiterei, das ist eher so eine Schockreiterei. Ja, ich hab's gemerkt. Bei Mushroom habe ich übelst viel abgezogen bekommen. Finde ich schön, dass du abziehst, weil dann hast du ja jetzt das Problem, weil meine Einheiten viel schneller sind. Wenn meine Einheiten viel schneller sind, dann hast du das übelste Problem. Ja. Okay, da ist jetzt meine Balliste dann auch mal gepflegt. Oh, ne. Ich würde sagen, den Kavallerie-Kampf habe ich gewonnen. Das würde ich auch mal sagen. Ja, vor allem, da ich jetzt noch zwei Einheiten hinzuhole. Bereit zum Einsatz. Doppelte Geschwindigkeit. Das war's dann, jawohl. Das war's wirklich. Und das kann ziemlich ärgern. Jo. Da hast du mich jetzt mal klassisch ausgekontert, wa? Jo. Und jetzt, wenn ich deine Bogenschütze rausziehe, dann würde ich auch sagen, bye-bye. Dafür hast du jetzt meine Bogenschützen hier beinahe schon komplett
gekillt. Und mein General macht hier auch gerade was ziemlich Doofes. Oh, schön. Schon mit Brandpfeilen abschießen, hat aber nur einen. Das ist jetzt nicht wirklich. Schön ist das jetzt eigentlich nicht. Ja, zieh deine gesamte Infanterieeinheit mit rein. Das Schöne ist, du hast nur noch deinen General als Kavallerieeinheit und ich auch. Aber ich befürchte trotzdem, dass das nicht gut für mich ausgehen wird. Bin ich mal gespannt. Ja, wenn man sowas natürlich verliert, ist natürlich arg. Kann die jetzt auch schlechter rausziehen, dann würde ich zu viele Einheiten verlieren. Ja. Aber die Praetorianer-Kohorte ist ziemlich stark, wie mir scheint. Ja, sehr stark. Ich meine, die Leinpanzer-Schwertkämpfer, die haben ja jetzt schon die Motivation verloren. Mhm. Und deine Prezoi oder wie die auch immer heißen, die kriegen auch schon. Ja, deine Phalanx kriegt auch schon ordentlich. Jetzt holst du auch noch deinen General. Oh, ich habe selber, wie ich merke, nur noch eine Artillerie. Genau wie du. Mhm. Oh nee. Die erste fliegt schon, meine erste Kavallerieeinheit. Und guck, von mir war es, dass ich da jetzt nicht meine Infanterie mit reingezogen habe. Ja, das war jetzt zumindest kurzfristig mal mein Glück. Ja, aber deine Einheiten sind ja jetzt auch schon ziemlich angeschwächt. Mhm. So viel ist sicher. Ja, aber zwei Praetorianer von mir sind auch ziemlich zerschwächt. Aber ich habe ja noch meine Bogenschützen. Den du ja verloren hast. Ja, das stimmt. Bis auf eine Einheit. Das stimmt, das stimmt. Ja, die nächste Einheit bangt von mir. Da wird nicht mehr viel gehen. Da fehlt ein... Okay. Komm, haltet noch ein bisschen durch, bitte. Nee, weil dann kann ich dir noch mal schöne Salbe Brandpfeile in den Rücken schießen. Das ist auch immer ganz schön. Das ist aber unfair. In den Rücken schießen, wo kommen da hin? Das passiert sogar gerade. Na, nur noch eine Einheit, die wankt. Ich würde sagen, die wird jetzt auch gleich stehen. Ja, ich bin hier ziemlich aufgeschmissen. Oh, die eine, die zwei. Ich scheint gerade fast zu fliehen. So. Oh, dein General wankt. Ist auch immer sehr nett. Mhm. Ein harter Kampf. Okay. Harter Kampf. Ich hoffe mal, die kehren nicht zurück, deine Praetorianer. Ich hoffe schon. Was macht mein General eigentlich so... Weit. Hä? Ach, du hast ihn mit Brandpfeilen abgeschossen. Okay, das habe ich mal gar nicht mitbekommen. Nee, ich habe den, das war schon ziemlich am Anfang, mit meiner Artillerie beharkt.
Ach so. Oh, ich hab dir jetzt extra zurückgezogen. Beim General da. Aber jetzt würde ich mal sagen, gib mal den Plan-Klar-Modus auf und greift im Nahkampf an. Mit dem Brandpfeilen. Kommt! Das wäre arg, wenn der dein General flieht. Das finde ich schon mal sehr schön. Ich würde mal sagen, es sieht sehr gut aus für mich. Vor allem da. Ja, das würde ich auch mal sagen. Hier ist sogar noch eine Bogenschützeneinheit. Ja, gucken wir mal rein. Das ist nicht gut gelaufen für mich. Nein, das ist wirklich gar nicht gut gelaufen. Ja, wie schon gesagt, ich bin ja da der etwas Anfänger auf diesem Gebiet. Aber naja, ich komme schon irgendwann dahinter. Ja, ich bin eigentlich auch... Gut, ich muss ganz ehrlich gestehen, die Makedonen sind jetzt auch nicht unbedingt das Volk, das ich jetzt so... Ich hab die jetzt mal angefangen zu spielen. Die Sweben oder die Römer liegen mir auch mehr, aber... Die spielt auch irgendwie jede. Deswegen will ich da auch mal so ein bisschen Abwechslung. Ja, da so ein Kampagne hab ich schon mit den Makedonen gespielt. Die Geniere formt eine Phalanx! Bereit zum Einsatz! Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer! Naja, gut. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Nahkampfinfanterie! Jo, jetzt fliehen sie gleich alle. Ja, die einen wanken. Was bringt eigentlich die Peitsche? Die gibt dir einen Angriffsbonus. Oh, sehr schön. Allerdings zu Lasten deiner Frische und so. Ja. Also zu oft. Oh, da scheint die erste Einheit schon zu fliehen. Da fliehen zwei Einheiten. Oh, das gefällt mir nicht. Oder die wanken. Dann geht's mal so. Okay. Ja gut, du hast halt deinen General noch. Kann ich die noch mal reinschicken? Guck. Nein, das sieht jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Naja, gucken wir mal. Also, bis jetzt würde ich noch nicht ganz so auf mich setzen, aber die Phalanxen der Makedonen sind halt ziemlich stark. Was mir jetzt im Moment mehr Sorgen macht, ist eher dein... Dass du halt noch einen General hast, viel dürfen die sich von da auch nicht mehr erlauben. Ja, das liegt jetzt auch schon fast, weil du ihn mal kurz gecharged hast. Du kannst sagen, du scheinst doch zu gewinnen. Ja, guck mal. Noch ist ja nicht alle Tage Feierabend, ne? Vor allem, da ich ja noch meine schönen Bogenschützen habe. Das ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Für mich ist es zumindest mal, dass dein General die Kurve kratzt. Zumindest im Moment. Nein, ich schicke ihn weg. Ach so, okay. Auch nicht verkehrt. So, jetzt hat er sich wieder gefangen. Jetzt hole ich ihn wieder zurück. Okay. Ja, meine kriegen jetzt noch ein bisschen Erfahrung obendrauf. Eine Bogenschützeneinheit hat keine Munde. Finde ich auch schön. Okay, so. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch leisten können an der Stelle. Ja, das war ein knapper Kampf, muss ich sagen. Jetzt sieht es gerade wieder doch ein bisschen besser für mich aus.
Aber gut. Halt noch die Bogenschützen. Ja. Aber die haben auch nicht mehr viel Munition, also. Ich würde sagen, das wird's wohl gewesen sein. Aber wenn die da wirklich gut treffen und die Einheiten wanken und dann fliehen, dann habe ich noch eine Chance. Okay. Weil die eine Einheit da hinten wankt schon, die ist auch total alleine. Die schieße ich gerade mit meinem Bogenschützen ab. Okay, das war jetzt natürlich bitter. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Pfeile konkret noch deine Bogenschützen haben. Ich scheine ja noch ein paar auf Lager zu haben. Mhm, genau. Ich hab doch gleich anderes. Genau da. Geh mal da bitte raus. Okay. Oh, mein General hat sich auch noch schön gefangen. Oder auch nicht. Das wird echt sehr, sehr knapp werden. Ja, vor allem, da die eine Einheit auch schon wieder fast flieht von dir. Also du hast da jetzt nicht mehr wirklich viel. Mhm. Ja, die flieht jetzt. Dafür habe ich jetzt deinen General gar. Ja, das ist halt die Frage, wie viel Munition du noch hast. Doppelte Geschwindigkeit! Du kannst mir sagen, denn die eine Einheit hat keine mehr. Nur noch die eine Einheit hat was. Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer! Okay. Wird echt ein knapper Battle. Ja. Kommt drauf an, wenn jetzt deine Leinenpanzer-Schwertkämpfer nicht mal bald wanken? Auf Schießen aktivieren? Ja, doch. Genau dann, wenn ich genaue Schießen aktiviere, fliehen die. Wanken die. Fliehen ist ja nicht das wirklich richtige Wort. Okay, jetzt verlierst du hinten erst nochmal deine letzten. Und dann steht es 2-1. Jetzt ist halt dann die Frage, wie weit man davon rennt, ne? Stell dich wie ein Mann. Nö. Hast du damals auch nicht gemacht. Nein, das passt schon. Renn weg, wenn du willst. Mann. Kannst du damals... Okay, jetzt hast du doch vielleicht noch erwischt. Nein, doch nicht. Genierer, erwarten eure Befehle. Schnelles Marschieren. Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer. Ich verschwöre das nicht. Aber du hast ja auch noch eine 46er Einheit. Ich gerade sehe, hast du die genauso hochgelevelt wie meine Prätorianer. Ja, die haben halt jetzt auch schon viel Erfahrung gewonnen. Dadurch kriegen die natürlich im Spiel dann auch nochmal gewisse Boni dazu, ne? Und dafür, dass ich jetzt mal einfach mit normalen Pfeilen schieße, das macht ja nicht so viel Muni weg. Und ist halt sogar auch noch effektiver eigentlich, also macht mehr Schaden, ist dafür nicht so morallastig. Jo. So. Wo ist denn hier das Ende der Karte? Sehr interessant. Okay. Ja, Map Age habe ich auch gleich erreicht, das gefällt mir nicht. Während ich gerade noch eine Einheit von mir wegrennen sehe. Eine Prätorianer-Einheit. Okay. Die sind ungefähr so, ja, wenn man so meine Einheiten... ja, stimmt. Ich sehe es. Ja, die sind da alle im Wald. Die tun die Füße weh. Na komm jetzt. Ja. Ah, die können auch gar nicht mehr. Na meine auch nicht. Jetzt fliehen sie. Ja, ich meinte auch deine. Ach so, okay. Man hat's ja gesehen, weil die haben während... Okay, ich glaube, ich habe noch ungefähr ein, zwei Salben und dann
Wenn ich die dann nicht weg hab, du, dann hast du gewonnen. Naja, schauen wir mal. Wird jedenfalls ein heißer Kampf. Spannende Schlacht. Jetzt gibt's wieder ein paar brennende Geschosse. Ah, es kommt halt nur auf die letzte Einheit auf. Auf einmal fängt sich wieder meine ganze Kraft und meine ganze Armee. Das wäre ein bisschen komisch. Ich hab jetzt auch nochmal genauer Schuss aktiviert. Jetzt kommen die Schüsse. Okay. Ja, das kratzt deine Modal gar nicht an. Ja, jetzt haben die keine Munition mehr. Dann würde ich sagen, GG. Ja, okay. Da fliehen die auch schon. Dankeschön. Ja, selber gutes Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch so ausgeht, aber ich auch nicht. Mal, die Makedonen sind auf alle Fälle ein Volk, mit dem man rechnen kann, ne? Jo. Oh Gott. Ja, cool. Also, da sieht man mal so ein bisschen, was du dabei hattest. Und, okay. Dann bedanke ich mich mal für die Schlacht und dann würde ich sagen, beenden wir mal die Aufnahme hier. Vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich denke, das Video wird demnächst dann auch erscheinen. Und ja, danke nochmal. Tschüss. Ciao.